Investoren für Photovoltaikanlagen liefern sich einen Wettlauf um Land, bieten lukrative Pachtpreise. 2.000, 3.000, von bis zu 6.000 Euro im Jahr ist die Rede. Im Geschäft mit Sonnenstrom stecken sie ihre Claims ab und werben um Landwirte. Diese Chance nutzt Landwirt Michael Schubert im oberfränkischen Eichenbühl. Statt auf einem ertragsschwachen Acker weiter um Ernten zu zittern, hat er Land an einen Solarpark-Investor verpachtet. 3.000 Euro je Hektar und das auf 20 Jahre haben ihn von der Energiewende überzeugt und seinen Betrieb verändert. Am Anfang waren wir dagegen, gegen Freiflächen-PV-Anlagen. Jetzt mittlerweile ist es ein Stand oder ein Wirtschaftszweig oder ein Produktionszweig meines Betriebes, sage ich mal so. Also wir werden in PV-Anlagen, Freiflächen-PV-Anlagenbereich mehr dabei sein in Zukunft und es ist eins meiner Produktionsstandbeine. Auch auf diesem Acker im nördlichen Landkreis Kronach soll künftig Sonnenstrom statt Getreide geerntet werden. Schlecht für Milchbauer Johannes Bergner. Er verliert 5 Hektar Pachtfläche. Der Solarpark-Investor hat ihm Ausgleichsflächen versprochen. Noch hat er sie aber nicht. Schon jetzt sollen Pfosten mit Flatterbändern verhindern, dass auf der künftigen Photovoltaik-Baustelle Feldlerchen nisten. Der Landwirt bangt um seine Getreideernte, die wichtig wäre für ihn. Die Bergners halten in einem modernen Laufstall 70 Kühe plus Nachzucht. Sie leben von der Milch. 40 Hektar Ackerland brauchen sie als Futterfläche. Johannes Bergner sorgt sich um langfristig verfügbares Ackerland. Das Problem ist, bei uns geht es um Ackerfläche. Und das sind dann bei uns schon wieder 10% von der Ackerfläche. Und wir sind da sowieso recht knapp. Wir brauchen Kleegras und Mais und wir brauchen auch das ganze Stroh. Und das ist für uns schwierig, da mal 5 Hektar zu verlieren. Das kriegst du nie wieder irgendwo her. Den Hof mit sehr guter Milchleistung will sein Sohn weiterführen. Auch deshalb ist es den Bergners wichtig, dass ihr Betrieb passende Ausgleichsflächen bekommt. Ihre Gemeinde Tettau will ebenso wie die Nachbargemeinden Ludwigsstadt und Teuschnitz grünen Strom für insgesamt 25.000 Haushalte gewinnen. Zusammen haben sie das 60 Hektar umfassende Projekt Sonnenregion Rennsteig gestartet. Dabei sollen sich Bürger mit 6% Rendite am Solarpark beteiligen können. Und alle, auch Unternehmen, sollen auf 20 Jahre Strom für 25 bis 27 Cent je Kilowattstunde bekommen, was gut ankommt in den Gemeinden. Der Preis? Aus Äckern und Wiesen werden Solarstromparks. Investor ist die Firma Münch Energie in Rugendorf im Landkreis Kulmbach. Geschäftsführer Mario Münch ist selbst Bauernsohn und hat auf seinem elterlichen Hof 2003 Bayerns erste Freiland-PV-Anlage gebaut. Er will Interessenskonflikte vermeiden, indem er erst auf Gemeinden zugeht und nicht auf einzelne Landeigentümer. Landwirte können aus seiner Sicht Anerkennung bekommen, wenn sie günstigen Strom für Bürger und Unternehmen ermöglichen. Wir brauchen tatsächlich in Deutschland nur 2% der landwirtschaftlichen Fläche, um ganz Deutschland mit günstiger Energie zu versorgen und vor allem grüner Energie, CO2-frei. Und von daher ist genug Fläche da. Der Solarpark-Investor setzt auf eine Doppelnutzung der Fläche mit Sonnenstrom plus Tierhaltung. Ein Beispiel: Angusrinder, die auf eingezäunten Solarparks weiden. Dafür bekommt Landwirt Michael Schubert, je nach Aufwand, bis zu 1.000 Euro je Hektar im Jahr von Investor Münch. Der Landwirt produziert auch Eier und vermarktet sie in der Region. Künftig möchte er auch Legehennen im Freiland halten, und zwar innerhalb von Freiland-PV-Anlagen des Investors. Der will künftig mobile Hühnerställe durch die Solarstromparks ziehen lassen. Dafür soll künftig entsprechend viel Platz eingeplant werden. Im Endeffekt auf der Fläche werden wir größere Fahrspuren haben, also vereinzelt, wo man halt so mit so einem Hühnermobil durchkommt. Also es fehlt in etwa eine Reihe, wo man als Fahrspur hat, wo das Hühnermobil nach vorne und hinten gezogen wird. Und die Hühner im Endeffekt rausgehen in überdachten Bereich oder teilüberdachten Bereich, wo sie halt einfach Raubtierschutz haben und auch ihren Schatten haben, den sie auch brauchen. Erste Erfahrungen mit Biomasthähnchen und mit Angusrindern in sogenannten Tierwohl-PV-Anlagen machen Mut. Landwirtschaft auf 2 Etagen funktioniert. Oben Sonne, darunter Lebensmittelproduktion. Vielleicht ein Kompromiss im zunehmenden Ringen um knappe Agrarflächen.
Eli Eibisch ist wichtig, auf die Risiken hinzuweisen. Der Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes betreibt in der Oberpfalz selbst auf 4 Hektar eine Photovoltaikanlage mit Strom für rund 1200 Haushalte. Heute würden sich nur noch viel größere PV-Anlagen rechnen. Dafür sollten sich Landwirte mit Bürgern zusammentun und ohne Investor mit Sonnenstrom Geld verdienen. Mindestens 10 Megawatt müsse man gemeinsam bauen. Das koste rund 7,5 Millionen Euro. Weil sich auch rechtlich für die Betriebe einiges verändert, wenn sie Strom statt Getreide produzieren, sollte man sich beraten lassen, zum Beispiel vom Bauernverband. Ich stelle mir sogenannte Bürger-Bauern-Projekte vor, wo die Landwirte, die Grundstücksbesitzer, aber auch die Kommunen sich an einen Tisch setzen, gemeinsam eruieren, wie kann man am besten die Energieerzeugung, die wir vor Ort benötigen, auch so organisieren, dass die Wertschöpfung ja in der Region und für mich halt in der Landwirtschaft bleibt. Auf einem Hektar lässt sich aktuell rund 1 Megawatt Strom im Jahr produzieren, mit bis zu 15.000 Euro Gewinn. Je größer die Anlagen, desto rentabler. Der Wettlauf um Agrarflächen wird weitergehen, denn Bayern hat sein Ausbauziel beim Sonnenstrom erst zu einem Viertel erreicht. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.